So, da ist er wieder. Ja, ich werde laufend gefragt in den letzten Tagen, wieso, sag mal, Matze, wo finde ich denn Lithium? Und ich kann irgendwie im Scannerraum nur scannen, aber wenn ich den Scannerraum verlasse, dann sehe ich nichts. Es geht genau um dieses Ding hier, ne? Das Teil hier mit diesem Radarteil da oben drauf, ne? Was so schön gemütlich durch die Gegend schwingt. Das ist der Scannerraum. Und wie der Scannerraum funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ja, jetzt. Was gibt's zu tun? Wenn man diesen Scannerraum gebaut hat, macht er erstmal natürlich für einen selbst gar nichts. Das heißt, bevor man nicht aktiv irgendwas tut, wird da nicht viel passieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier sehe, alles klar, ich kann noch was suchen, Gesack, Kalksteinbrocken, Kupfererz, Lithium zum Beispiel, werde ich auch sehr häufig gefragt, wofür ich denn Lithium, dann kann ich jetzt hier drauf drücken und dann scannt er und dann zeigt er mir hier einen roten Punkt an. Das heißt, hier irgendwo in der Nähe liegt auch irgendwo Lithium. Eins. Wenn ich mich ein bisschen gedulde, dann werden das natürlich auch immer mehr, weil er natürlich einen riesigen Scan-Radius hat, was daran liegt, dass ich hier, ne, Scanner-Raum-Erweiterungsmodule reingesteckt habe. Da sehen wir jetzt ein zweites und so weiter. Das Problem ist jetzt nur folgendes, wenn ich jetzt mal die Basis verlasse und gucke mich um, ja, da sehe ich nichts. Ne, ich habe nichts auf meinem HUD. Das liegt einfach daran, im Scannerraum selber gibt es noch einen kleinen Mini-Fabrikator. Das heißt, wir stoppen das Ganze jetzt mal, weil das verbraucht die Energie. Hier ist ein kleiner Fabrikator, der nur dafür da ist, den Scannerraum aufzupimpen und mir selber auch einen kleinen Bonus zu verschaffen. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben hier oben ein Scannerraum-Sichtfeld-Chip. Und da steht auch, überträge Scannerraum-Daten an die Sichtfeldanzeige. Das heißt also, diesen Chip habe ich hier schon gebaut. Da ist er. Scannerraum-Sichtfeld-Chip. Und wenn ich den hier einfüge, dann ist es das, was ich hier scanne, sehe ich dann auch irgendwie auf meinem Bildschirm. Also quasi auf meiner Taucherbrille. Des Weiteren gibt es hier eine Kameradrohne, aber die Kameradrohnen irgendwie sind eh zwei Stück automatisch dabei, die ich durch die Gegend schicken kann. Das dritte ist das Scannerraum-Reichweitenmodul und das letzte ist das Beschleunigermodul. Das Beschleunigermodul heißt einfach nur, er kann wesentlich schneller irgendwie die Dinge finden, was jetzt aber nicht wirklich ein Bonus ist. Der einzige Bonus, den ich hier noch nutzen kann, wäre das Reichweitenmodul. Und wie man sieht, habe ich auch gleich vier Stück davon reingerammelt. Den nehme ich jetzt mal raus, damit man sieht, was die normalerweise die Reichweite von dem Raum ist, von dem Scannerraum ist. Und gleich macht das plopp. Kurz einen Augenblick warten. Oder auch nicht. Ah, jetzt. Alles klar. Oh, das ist die Originalreichweite. Da finde ich natürlich nicht sehr viel. Ne, weil, wie man sieht, wenn da jetzt irgendwie was liegt, in dem Bereich ist gut. Wenn hier was liegt, was er mir nicht mehr anzeigt, dann ja, sieht er das halt nicht. Ne? Dann findet er es einfach nicht. Deswegen hauen wir jetzt ganz schnell wieder die vier Scanner-Module, diese Reichweiten-Module rein. So. Und gleich macht das wieder ta-ta-ta-ta. Und dann ist das echt, das Scannerfeld wieder groß. So, jetzt ist es wieder ein bisschen größer. Und jetzt werden wir einfach mal nach Lithium scannen. Weil ich werde ja auch immer gefragt, wo ist Lithium? So, jetzt scannt er. Man sieht auch diese Scanwellen und jetzt wird mir hier schon einer angezeigt. Und jetzt gucken wir mal draußen, wie das aussieht. Aha, jetzt habe ich da auch einen Kringel, einen orangenen, dank dieses Chips. Das heißt, wenn ich den Chip ausziehe, sehe ich nichts. Ziehe ich den Chip an und er ist dann in Benutzung. Und siehe da, und hier wird mir über Lithium angezeigt. Ganz einfach, ich muss also nicht nachsuchen, sondern ich muss einfach nur den Scanner benutzen. Und wenn in dieser Reichweite was ist, das ist natürlich jetzt irgendwie ein schlechtes Beispiel, dafür brauche ich Spezialequipment. Wenn etwas in Reichweite ist, dann zeigt er es mir auch an und mit dem Scannerraum-Sichtfeldchip wird es mir dann auch aufs HUD gelegt. Und siehe da, schon habe ich Lithium am Start und brauche nicht blöd danach suchen oder hier irgendwie per Zufall drüber stolpern. Per Zufall drüber stolpern ist eine schöne Sache. Es angezeigt zu bekommen, irgendwie mittels der Game-Mechanik, ist dann schon wesentlich netter. Und ja, was soll ich noch sagen? Das war das Scannerraum. Viel Spaß beim Scannen. Tüdelüdü.